Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer nicht mal neuen Folge, sondern zu Anti-Stasi. Ja, Mann. Und zwar muss man vielleicht das Ganze kurz erklären. Habe ich bei den Stream reingeschaut von der lieben Venny. Link ist in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und habe da halt so geschrieben und dann habe ich irgendwann so die Meldung bekommen. Ich möchte euch das ganz kurz demonstrieren, wie das lief. Ich denke, das sollten wir machen. Ich mache hier kurz einen Cut und zeige euch das mal ganz kurz, wie das lief. Und das ist auch hundertprozentig nicht erfunden. Jeder, der sagt, das ist erfunden, der hat keine Ahnung. Ja, hi, Venny, du hattest mich angeschrieben, du wolltest mal mit mir spielen, ne, habe ich gehört. Also du wolltest Anti-Stasi so mit mir spielen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das richtig? Ja, Martin, also es wäre schön, wenn du mit uns spielen würdest, weil wir kommen einfach ohne deine Hilfe nicht klar. Du bist halt der arme Gott, wenn nicht du, wer dann? Venny, das ist doch gar kein Problem. Wenn ich wo helfen kann, tue ich das gerne. Und wenn ich euch bei Anti-Stasi retten kann, dann kann ich euch das natürlich. Wer denn sonst, wenn nicht ich, ne? Absolutes nachvollziehbar. Ihr wisst ganz genau, Professionalität ist mein Channel-Motto. Und natürlich helfe ich euch. Lass uns doch einfach mal Mittwoch spielen. Was hältst du von der Idee? Also Mittwoch, das würde mir ja total passen. Das ist so großzügig von dir, Martin. Das ist so super. Ja, liebe Community, und jetzt sind wir tatsächlich hier. Sind natürlich durch meine Großzügigkeit geprägt. Und ich denke, wir haben auf jeden Fall das Talent dazu, heute ein bisschen reinzurocken. Ich glaube einfach, mit uns an der Seite, mit euch da draußen, auch der lieben Community, wird das gut werden. In diesem Video möchte ich einmal ganz, ganz großes Dankeschön an das Partner, meine Partner, das Native Network und Vahana Live sagen. Vielen, vielen Dank. Und natürlich an alle meine Patreons-Unterstützer. Vielen, vielen Dank, ihr Süßen. Ihr seid geil. Und natürlich ein großes Dankeschön an euch alle da draußen. Ihr wisst, Videos laufen mir nicht immer so ab, wie sie früher abgelaufen sind. Das bedeutet, ich teste rum, ich probiere, mache mich zum Affen. Das, was man halt einfach so tut, ne? Wenn wir das gemacht haben, ist das Gute daran, dass wir gar keine Hemmschwelle mehr haben, ne? Also das ist dann einfach, die ist dann so hoch. Wie gering ist das dann, hoch oder gering? Aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Dass es überhaupt gar kein Problem mehr ist. Heute Anti-Stasi. In Anti-Stasi ist ein bisschen wie, wir müssen einfach die Gegner hart richtig... verstehst du? So müssen wir einfach machen. Und deswegen ist das unser Modus. Das Ganze wurde nicht gestreamt, ist aufgenommen. Das Beste wird in ein oder zwei Teilen gemacht, je nachdem, wie viel ich veröffentliche. Ich glaube, das wird einfach mega geil, Leute. Und ich würde sagen, wir sagen mal zu den anderen Hallo. Das wird cool. Ich freue mich drauf. Du siehst so wunderschön aus. Ich hätte gerne eine pinke Uniform. Warte mal. Eine pinke? Remember, Dankeschön. Küsschen und so. Ja, ganz viele. Klicks. Ich mach den Huch. Muss ich vielleicht erst das Arm mal raustappen? Ah, Dom, was machst du eigentlich? Pakete zukleben oder ist das... oder Pakete nein, aufreißen. Das ist exakt das, wonach es sich angehört hat. Wartet, ich lösche die Aufnahme direkt wieder. Die läuft zwar schon, aber ist kein Problem. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Seht ihr meine Kartenzeichnung? Ich hätte eine Idee, wie wir das machen können. Das wollen wir einnehmen, ne? Wir gehen einfach hier rein, von den Seiten, machen die alle fertig und dann ist das Ding erledigt. Klingt nach einem soliden Plan. Ich kann dir sagen, wie es laufen wird. Genauso wie die Zeichnung war. Ja, aber exakt. Ich finde, das ist gut geplant gewesen. Ja, absolut. Wenn wir jetzt schnell auf den Pilotensitz wechseln, können wir wegfliegen ohne... Warte mal. Ich dachte, du kannst sie fliegen. Also Kuva anschalten, das Rotor. Die mal 4 brauchen wir für Tanks und die ohne mal 4 brauchen wir für normale... Oh. Mach's lieber aus. Eine Minute, 37 Sekunden später. Wisst ihr, was viel schmerzhafter ist, dass sie alle direkt rausgesprungen seid? Also das tut weh, Leute. Ich wollte nur in Sicherheit gehen. Ja, verstanden. Message kam an. Danke dafür. Oh Gott! Alter. Was war das denn, Alter? Okay. Das war... Original Maus versus Tastatur. Linksklick mit geladener Film. Ich finde gut, dass jetzt hier alles rumliegt. Haben wir gut gemacht. GG gewonnen. Das Schild ist umgefallen. Alter! Ich bin aber nicht, ich bin nicht als erstes gestorben. Das möchte ich hier festgehalten haben. Jetzt sind wir alle down, oder? Echt? Ja. Ich respawn. Ich respawn, bleib liegen. Und wegen Martin ist der unprofessionelle Wirbel. Mit Martin verliert ihr alle. Nee, Max, das war tatsächlich mal nicht Martin. Dass ich mit der Maus immer an die Tastatur hinstoße und dann immer den Linksklick trigger. Und das mit der geladenen Film ist ungesund.
Oh ja. Man jetzt mehrfach festgestellt hat. Oh, ich bin der Commander. Ich flieg nicht mit Maus und Tastatur, sondern nur mit Joystick. Alles andere ist unter meiner Würde, Junge. Richtig. Wenn andere mit 120 FPS spielen, habe ich aber wenigstens meinen Joystick. Ja, richtig. Und das ist nicht irgendein Joystick. Und jetzt wird's too much, Leute. Ist es normal, dass der hier Hubschrauber so komisch pfeift? Ja, ja. Ah, okay, dann bin ich ja beruhigt. Hä, der pfeift doch nicht. Ist scheinbar nicht der Standard Hummingbird. Der hört sich ungefähr so an. Das ist, glaube ich, das RHS-Ding. Bei mir nicht. Bei mir pfeift auch nichts. Okay, dann liegt es vielleicht doch an meinen Stimmen im Kopf. Ich weiß es nicht. Bei mir pfeift nämlich auch nichts. Ich dachte schon jetzt. Gut, dann. Kopf sind gut, da ist man jetzt so allein. Normalerweise kommt das Pfeifen, wenn man kurz vor der Schallmauer durchpumpt ist. Ne? Ich sehe mir das ja schon. Nein. Okay. Valley, ne? Du gehst dann vorne. Du bist Sunny, ich hab gehört, das ist eine gute Idee. Oha. Ich mach Führung. Punkt 1 einnehmen, Punkt 2, Punkt 3, los geht's. Es gibt ja Punkt 1 mehr. Ich bin so unprofessionell, ich hab vergessen, den Kompass mitzunehmen. Nein. Er braucht einen Kompass. Es gibt eh plus 4 Richtungen, da brauchst du keinen Kompass. Die Sonne, dann weißt du, wo Norden ist. Ja. Du hast unten den Kompass. Ja, aber da steht gerade nichts. Da steht nur ein Kreis, weil ich keinen Kompass mit habe. Da sehe ich keinen Norden und so. Da sehe ich nur Punkte. Okay, Alla, du führst. Ganz kurz zur Info, die Container, die ihr seht, ist nicht der Outpost, gell? Ach nee. Dala ist auch ein... Sunny und Dala sind Sunny. Überhaupt normale Leute hier dabei? Hallo, was soll denn das jetzt heißen? Meine Mama hat immer gesagt, ich bin was ganz Besonderes. Ja. Das läuft Alex vor. Stimmt, das ist noch gar nicht der Outpost, gell? Nein, nee, das ist so ein ganzes Stück. Ich find's gut, dass wir uns so gut auskennen hier. Kontakt rechts im Fenster, Zivilist. Oh Gott! Ich hätte fast das ganze Haus umgemäht. Hab schon die Firmen in Anschlag gehabt. Das wäre nicht das erste Mal, wa? So gefallen. Alter! Das Haus am Akku ist auch die Geschichte. Du hast keine Ahnung. Ich habe ja auch keinen Kompass. Ja, das ist Mobbing hier, ne? Ach so. Martin soll die Führung übernehmen, heißt es im Chat. Fick dich, Max. Also ich habe gehört, Vanni will führen. Krass, cool. Nee, okay. Alex führt gerade. Alex, hallo. Ich will auch nicht, die rennen einfach nur hinterher. Du bist vorne weg. Das ist genau die Definition von führen. Das, was ich in jeder Mission in der Milsemaschine mache, einfach nur in der rennen. Ohne Plan. Also auf dem großen Tower sind 3 Einheiten stationären MG. Interessiert doch keinen. Das Problem ist, wir haben hinter diesem Hügel kommt ja noch ein Outpost dazwischen, zwischen dem. Interessant. Geh du nur schon mal vor, mir komm nach. Interessiert doch keinen. Weißt du, ja, da ist ein T-100. Interessiert doch keiner. Der kann uns eh nichts. Der schießt nur auf Panzer. Warum rennt ihr los, Team? Aber ihr wisst schon, was ihr macht. Letzten Wochen auf dem Server zeigen was anderes. Hä? Gar nicht. Oh, doch. Ich weiß ja nicht, was ihr macht, Wolf, aber... Sag mal, Dala, wie die erste Einnahme einer Airbase aussah. Anni, guck mal, was ich kann. Anni, guck mal schnell. Outpost 250 Meter. Wo bist du? Hoch, runter. Hoch, runter. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Also viele. Wir haben circa 2, 3 Einheiten, Bataillone, wie heißt das? Keine Ahnung. Wie heißt das? Feinde, Einheiten, Bataillone, Planeten, Außerirdische, keine Ahnung. Martin, ja, guck mal, was ich kann. Also 20 Einheiten, wir haben keinen. 2 schwere. Wir sind so professionell. Wanni, guck mal, was ich kann. Wanni, guck mal, was ich kann. Warte, guck. Bam! Siehst du? Krass, oder? Dreck schmeißen. Natürlich kann ich das. Ich hab das Kind immer gemacht. Haben wir die da unten ein bisschen einheizen können. Und denkt daran, dass wir als erstes mal die MGs ausschalten sollten, weil die, wenn sich in unsere... Okay. Okay.
Oh, ich bin schon getroffen. Ich will nicht als erstes sterben. Fuck, warum wusste ich das? Das hat lange gedauert. Wir haben gestern ausgeschalten. Ich geh erstmal weg. Ich geh erstmal ein Stück weg. Ich geh erstmal ein Stück weg. Ich will nicht als erstes sterben. Du bist schon verwundet. Ja. Okay, Kontakt von rechts. Aus Südost haben. Kontakt. Man, 600 Meter. Wirklich. Weiß bloß noch nicht, woher. Bis Teile, Martin. Dankeschön. Verzeiht euch mal ein bisschen. Ich weiß ja nicht mal. Ich wollte gerade sagen, sag mal eine Gradzahl. Mhm. Oh, das sag ich dir gern, gar kein Problem. In der Verlängerung zwischen euch und mir, den Hang runter. Au, 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 okay. Au. Ich liege. Ich liege auch schon. Ich auch gleich! Warum ist Vanni auf dem Dach? Weil du ja Advanced Movement hast. Also, ja, braucht ihr Medic oben? Alles cool. Voll cool alles hier oben. Ja? Ihr kommt klar in euren Tower, ja? Ja, ja, klar. Voll toll hier oben. Ich bin tot. Leute, Vorsicht, die pushen uns. Ja, ich weiß. Komm hoch. Schau mal, ob ich hochkrieg. Wir brauchen hier oben den Medic auf dem Turm. Ist Dalla down? Ja. Hallo. Kann mich jemand retten? Team? Ja, nur ein Medic kann das aktuell. Ich bin oben. Hallo. Danke. Hallo, Martin. Warum liegst du hier schon so faul rum? Ich geh jetzt hoch und kämpfe. Kann ja nicht immer sein, dass wir hier nicht... Komm, also wir rotten die jetzt alle aus. Komm hier, komm, Chaka ran. Wo sind sie denn? Nein. Ah, sie sind sogar ganz ziemlich weit hinten auf dem Feld schon. Ja. Könnt ihr uns noch, also holen? Fress, bleib, Bitches! Ihr zwei seid die einzige Überlebenden noch, ne? Warte, was? Vanni liegt hier auch. Also, wenn ihr es schafft, Vanni aufzuheben, wäre das super. Ja, das Problem ist, die sind jetzt schon. Alles eingeraucht. Ich pass auf beim Runtergehen. Direkt voraus. Ich revive Vanni. Okay. Lass mich das überleben. Ich will ein Held werden. Die sind direkt unten am Turm. Aufpassen. Manni, hör auf zu jammern, Mann. Ich rette dich doch schon. Oh nein. Okay. Ich dachte, das ist erfolgreich. Bill meint, was habt ihr gelernt? Nix. Nix. War ein schneller Versuch. Oh, Last Man Standing, Mann. Was für ein epischer Kampf hier. Und er kämpft ja, um uns zu retten und legt sich hin. Und ich muss Deckung hinter Martin nehmen. Nein, das also bin ich, das ist Martin. Aber ist okay, ich habe genügend nur Masse. Nur ganz weit weg auf der Straße liegen ja, welche. Die sehe ich, auf die habe ich gerade geschossen. Den einen habe ich getroffen, aber... Hamvi bewegt sich auf der Straße in die Richtung, wo wir herkamen. Ich habe immer noch keinen Kompass. Der ist auch bewaffnet, der hat einen HMG oben drauf. Da fliegen ein paar Leute von uns, da kannst du ein Ding klauen. Ich brauche nicht mehr den Kompass. Da liegen Leute von uns, du bist aber lieb. Stimmt! Ich hol mir kurz einen Kompass, Leute! Weh, ich sterbe, weh, ich sterbe, weh, ich sterbe, weh, ich sterbe, weh. Oh Gott, die schießen auf mich! Alter, ich bin gleich wieder da, ich fliege uns gleich wieder rein. Oh, okay, ich hab. Also nicht mehr oh Gott, ich bin getroffen! Ach, come on, ich hab doch nur einen Kompass geholt! Oh, ist das ein Feind, Alter? Ich spiel Zappen. Oh oh. Seid ihr schon wieder unten? Eine Frage. Spiel. Ich hab Martin angeschossen, aber angeschossen, du hast mich getötet, Alter! Ich hab geschossen! Martin, bist du auf dem Turm? Ja, ich bin auf dem Turm. Ja, der steht genau unter der Treppe, dann genau. Wäre frei. Alter, jetzt läuft er weg von der Treppe in meine Richtung zu dem Haus. Die KI ist ja richtig krass. Wenn du runterläufst, links. Jupp, check. Das sollte soweit frei sein. Das waren die zwei, die hochgekommen sind, die Pfeifen. Wir gehen rechts von der Kirche aus. Der ist mir, Vanni, hör auf! Hör auf! Ja! Ist es meiner? Nein! Ich glaube, der wurde gar keinen gezählt. Was ist los? Treffen wir die beide gerade nicht? Einfach den Buschwäger schritten. Also im Outpost ist eventuell ein oder zwei Feinde noch, mehr nicht.
Also die auf dem Feld müssten jetzt weg sein, da kamen nämlich noch mal welche aufs Feld. Ja. Cool, dann kann ich jetzt wieder aufstehen, cool. Schön aus ist schon hier oben. Ich hab komm, wir gehen hoch, Leute. Oh oh. Wow. Panzer können fliegen! Genau, das habe ich mir vorgestellt. Ja, aber das... Nicht machen. Ja, aber was hätten wir damit machen sollen? Ich mein... Einfach liegen lassen. Nee, komm, Wendy, bleib, warte mal kurz, Wendy, warte mal ganz kurz. Wir machen es jetzt richtig professionell. Los, komm rein da, los, so richtig, als ob wir es können. Ist das Solid Magic, oder was? Sicher alles. Nice. Haben wir gut gemacht. Hier ist wahrscheinlich schon alles leer. Hallo, Panzer. Ach, reg mich gleich auf mit den Bots. Echt, kotzt mich an. Ja, das ist ein bisschen nervig, ja. Was ging? Bist du eingestiegen, bist? Nö, ich sitze schon lange drin, das hat vorher auch noch funktioniert. Nein, hat's nicht. Okay. Vorher war ich an die Spitze drin und habe an meinem Bot gegangen. Wanni, da unten siehst du professionelle Panzerführung. Ja, ja. Aber, okay. Das ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das. Ich hätte nicht gedacht. Aber er hätte ja irgendwas noch geschossen. Nee, glaube ich, normalerweise. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Du hast. Moment, du hast den nicht mehr unten in der Gruppenanzeige. Doch, ich hab ihn drin. Gruppenanzeige. Er, aber ich kann ihn nicht mehr befehligen. Vielleicht bist du nicht mehr der Gruppenleader. Doch, ist er. Doch, ist er. Martin, hast du eigentlich schon einen Kompass geholt? Ja. Ich bin wieder raus aus der Gruppe. Ich bin wieder raus aus dem Panzer, vielleicht ja. Kannst du jetzt. Ich lass ihn jetzt auch aussteigen, also Kontrolle habe ich noch über ihn. Ach so, die Befehle gehen nicht mehr. Martin, das ist ja. Feinde im Nordwesten 325 Grad. Auf der Straße. Ja, wo sie sind. Ja. Okay, ja, dann liegt es vielleicht wirklich am Commander Seat. Okay, sie sind down. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Lieber gleich nochmal drauf holzen. Okay, wenn du das sagst. Na. Du hast der gesagt, der südwestlich von euch kommt, der ist freundlich. Was? Der Apache im Südwesten ist freundlich. Okay, jetzt fahren wir die ganzen Sterngeschütze auf, ne? Südwesten. Dann würde ich mit dem Chat kommen. Ja, wir bringen es zu Ende, oder? Hallo, Dala. Die Explosion sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber ihr dampft. Ja, der Panzer wurde beschossen, Leute. Willst du schießen oder fliegen? Ich sitze hier doch schon. Ist ja wurscht, könnte man ja wechseln. Gleich fliegt naja. Der Panzer. Bist du drin? Bin drin. Stimmt einer von denen, wo du gesagt hast, die sind tot. Boah, die sind gar nicht tot. Sind wieder aufgestanden. Okay, Leute, Cass online. Ja, wir gehen erstmal verteidigen. Hä? Was? Echt, wird was angegriffen? Ja. Guck gerade, ich sehe nichts. Unterhalb vom südlichen Airfield. Ja, ach, der doch. Wieder. Hm. Er wird dauerhaft angegriffen. Das ist ein schneller Wechsel da unten eigentlich immer. Ja, ist aber nicht dramatisch, weil. Dann geht ihr mal verteidigen, ihr beiden. Ja. Ha, Max, du wurdest gebannt. Die Schadenfreude. Leicht wahnsinnig. Martin. Ja. Also ich weiß nicht, ob es nur bei mir ist, aber kann sein, dass ich manchmal das Mikrofon überschlägt bei dir? Ja, aber nur manchmal. Ja, wenn ich bei mir so, auch so. Warte, ich mach's mal leise. Warte, ich mach's leise. Warte. Also ich bin gleich in der Mauer, Leute. Ich bin noch vor dem Panzer da. Ich renne jetzt. Meister Yoda, sei bitte mit mir. Nein, ich bin getroffen, aber ich lebe doch. Ich habe mich für das Team geopfert, aber das Team gibt nichts zurück. Das dauert aber lange, Mensch. Was hast du denn jetzt wieder alles? Das liegt, weil ich so ein großer Bub bin. Da dauert es immer ein bisschen länger. Meine Mama sagt immer, das Leben ist wie eine Pralinschachtel. Man weiß nie, was man bekommt. Ja. Anderer Apache. Ja, dann gib ihm. Ich schalte ihn gerade auf. Versuche es zumindest. Wir haben jede Menge Zuschauer, die vom Radio Tower stehen auf dem Turm, alle mit Fernglas. Ehrlich? Geil. Schalten lassen. Das ist der rechts, oder? Ja. Dann gib ihm mit der Bordkanone. Da hinten, ja. Stimmt. Siehst du Stala, oder? Ja, ich... Schau rechts rein. Ah, ich muss drehen. Ja. Kontakt rechts. Oben auf den Container. Oben erledigt.
Links sicher, rechts sicher, können rein. Ich glaube, der landet. Geh rechts lang. Der ist down. Folge. Er ist hinüber. Wenn er Hilfe im Compound braucht, sagt Bescheid, solange er klar kommt, ist alles okay. Wir gehen in den Turm rein. Alles gut, bisher. Die Banane, die da blockiert war. Ich will auch niemanden mehr laufen da drin irgendwo. 3, 2, 1, geh von oben rein. Weg. Kommt Verstärkung unten frei. Kann auch sein, dass die kleinen APC. Alles frei, oben auch, alles gut. Ich sehe sie nicht. Wenn da ein Panzer kommt, ja, musst du das da machen. Komm da, Alex. Ich sehe sie, die ist kaputt. Der aktuell nur ein Infanterietruck. Getroffen. An der grünen Mauer rechts, jawohl. Erledigt. Lade, bin verletzt. Und Benny, kannst du uns hier drin unterstützen? Wir brauchen kurz. Ihr seid in der Koppel, ne? Ja, okay, jawohl. Erste Koppel, ja. Brauch ich nie. Ich bin getroffen, ich glaube, klar auch. Ja, bin aber wieder so weit. Pass auf, der ist nicht sicher, Benny. Komm schnell rein. Oh. Wow. Jesus, sorry, Benny. Ich hab er ist nicht sicher? Ja, hier war nicht sicher der Eingang. Ich glaub, das ist ein eigener. Deswegen habe ich auf dich geschossen, weil ich dachte, du bist sehr freundlich. Klar, mach dir keine Sorgen, du bist nicht der Erste, der hier Friendly Fire macht, ne, Alex? Ja. Ja, eben. Ich warte, klar. Auf dem Feld, auf 11 Uhr ist jede Menge Rauch. Bisschen und so. Ich hab mich versorgt. Ich hab okay, kannst. Versorgt. Du warst trotzdem verwundet. Du kannst dich nicht komplett entversorgen. Da läuft auch noch einiges. Hier in dem Container, in den roten, ist noch einer drin. Weggewichtet. Hier ran, bin unterschüttet. Wow, das ist aber Cheaten, was ihr macht. So, jetzt muss ich mich so tun, als ob. Rein da, sicher, hab ihn tötet. Wir cheaten doch nicht, der cheatet. Stimmt eigentlich, ne? Ich bin nur Counter-Cheat. Counter-Cheat, das hab ich auch noch nicht gehört. Ich geh in den anderen Quartier da rein, wenn die Nummer sind. Keiner drin, hat trotzdem geschossen. Oh. Gebäude sicher. No, schade. Bleibt diesmal keiner rum. Nee. Okay, dann lass uns nochmal nach vorne rausgehen, da war glaube ich noch so ein Gebäude. Hey, Klau, komm mal kurz her, Klau, komm mal kurz her. Tut mir leid, Vanya hat gesagt, er hat zu wenig zu tun. So, jetzt kannst du ihn hochholen. Ich wollte nur den Stream beschäftigen, Klau, wirklich, ich schwöre. Er hat zu wenig zu tun. Hinter dem Sunny-Container, da müsste auch jetzt gleich eine Einheit hinten, die ist hinten an der Nord-Ost-Flanke entlang gelaufen. Wo wir gerade sind? Ja. Der könnte jetzt da läuft er. Wow. Keiner sicher. Guckst du mal kurz auf den Tower hoch? Da kann auch immer noch einer liegen, der sich duckt. Ich muss doch, dass du das machst. Was auf den Wasser und was auch immer das ist? Da ist niemand oben. Nee, hier auf diesen grünen. Achso, auf dem da. Ja. Ich muss doch, dass du das machst, Mann. Ja, weil du nicht hingelaufen bist. Ich hab dir 100% vertraut. Hier unten in dem grünen Ding irgendwo, da wird mir okay, noch angezeigt. Die Einheit ist noch außerhalb. Panzer 1. Der hintere, ja. Bist der vordere. Rein. Der vordere noch, der ist näher bei euch, gell? Ja, Jack. Ja. Ja, ich bin ja weiter weg, aber. Der Tactical Ping von euch geht auf die Panzer, oder? Jack. Ja. Okay. Und MRAP direkt vor uns. Passt auf, MRAP kommt direkt zu euch am Compound ran, gell? Das ist ein Abrams, kein MRAP, leider. Ja, mein Gott. Da kommt auch ein CR-53 angeflogen. Ich glaube, ich gehe hier mal runter. War schön, Leute, ne? Oh Gott, der ist ja nicht freundlich, ne? Warte, ich hab eine Granate. Doch nicht. Auf der Map nur. Kommt direkt auf Dollar zugeflogen. Direkt vor uns. What the fuck? Ich sehe sie. Wurde aus dem Tower rausgeknallt. Hol dich gleich. Hat noch jemand sich verlangt für den Panzer? Negativ. Unterhalb des Haupttowers. Oh Gott, nein, ich schon wieder vom Turm gefallen. Fuck off! Hier ist einfach unten auf ihn drauf. Sehr gut, Blut läuft noch durch. Schattenkampf, als ob ich nicht. Oh fuck, ich fall runter, fuck! Damit, liebe Community, sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Zum Ende des Videos noch einmal hier den Vermerk. Ein großes Dankeschön an alle Spieler und Spielerinnen an diesen Abend und vor allen Dingen an die Einladung von der Gruppe, dass ich mitspielen durfte. Ihr habt natürlich gemerkt, das war eine Fun-Runde und es wird auch ganz sicher ein Teil 2 kommen. Ich würde mich persönlich über Feedback freuen und sage einmal Dankeschön fürs Zuschauen. Links und rechts befinden sich empfohlene Videos und einmal auch das aktuelle Video zum aktuellen angekündigten DLC, die Arma News. Und mit diesen Worten, haut rein, Leute, denkt daran, ihr seid die Besten, kein anderer. Bis bald, euer Martin. Ciao.